Was geht da vorne? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem kleinen Fazitvideo zu Dragon's Dogma 2. Der neueste Kracher aus dem Hause Capcom, Freunde. Ich bin noch nicht durch, weil das Spiel wirklich sehr, 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 sehr lange gehen kann. Und ich habe jetzt aber trotzdem schon so 25, 26 Stunden. Und es werden auf jeden Fall noch einige hinzukommen, weil mir das wirklich mittlerweile richtig, richtig Spaß macht, Freunde. Es hat natürlich seine Macken, da kommen wir dann gleich zu. Es hatte natürlich auch eine riesige Kontroverse mit den ganzen DLCs. Ich habe auch mitbekommen, dass der eine oder andere, genauso wie ich, Schwierigkeiten hatte, am Anfang erstmal so ein bisschen reinzukommen in das Spiel. Aber viele das dann auch dann irgendwann gepackt hat. Oder halt auch nicht, ja. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Klar, gerne auch ein Like da lassen für das Video. Würde mich sehr freuen. Und ihr seht auch gerade Gameplay von meinem Zweitkanal, der Saubes Gaming. Da mache ich ja noch ein paar Let's Play Videos, solange halt das Interesse am Start ist. Weil, wie gesagt, das Spiel geht unfassbar lange. Da kannst du safe 60, 70 Stunden reinballern, wenn nicht sogar noch mehr. Je nachdem, wie ausgiebig du erkundest und hast dich gesehen, ja. Und wo fangen wir an? Wir haben natürlich hier ein Action-Rollenspiel von Capcom. Ja, nach langen, langen Jahren gibt es endlich die Fortsetzung zu Dragon's Dogma 2. Und man muss ja sagen, oder man kann ja sagen, dass Capcom die letzten Jahre wirklich einen absoluten Lauf hat. Immer wieder neue, geile Games raushaut. Und Dragon's Dogma reiht sich da aus meiner Sicht ein. Wenn du reinkommst in dieses Spiel, dann macht es irgendwann richtig, richtig Bock. Denn, wie gesagt, wir haben hier ein Action-Rollenspiel, was jetzt nicht so ein normales, super Standards-Gameplay hat, was vielleicht schon einer der Punkte ist, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss am Anfang, weil es halt mittlerweile jedes Spiel hat. Du kannst keine Gegner zum Beispiel anvisieren. Ne? Da hatte ich zum Beispiel, ich persönlich, meine Schwierigkeiten am Anfang, ein bisschen mehr klarzukommen, ein bisschen mehr Kameraarbeit, ein bisschen besser positionieren, damit du triffst. Was das Besondere an diesem Rollenspiel ist, ist das Vasallensystem. Das hast du halt in keinem anderen Spiel, dass du nicht nur deine Hauptfigur mit einem richtig geilen Editor bauen kannst. Ich habe mir jetzt Guts aus Berserk gebaut. Das ist meine Hauptfigur und mein Hauptvasalle ist Kratos. Und als Super-Tech-Team reisen wir durch die Welt, können noch zwei zusätzliche Vasallen anheuern von anderen Spielern, was wiederum eine coole Community-Komponente ist. Ja, es gibt jetzt, du kannst jetzt richtige Spieler nicht einladen, aber du kannst deren Vasallen mit auf die Reise nehmen. Und wenn ich schon mal zum Beispiel die Mission gemacht habe, die du gerade machst, können sie die Informationen geben. Und das ist ein cooler Community-Aspekt, den es halt in Dragon's Dogma nur gibt. Und es macht Spaß, ja, also sich um seinen Vasallen zu kümmern, genauso wie um deine eigene Figur. Und dadurch mit der Truppe dann durch die Welten zu reisen. An jeder Ecke gibt es einen Kampf, was vielleicht hier und da ein bisschen zu viel ist, weil du läufst 5 Meter direkt der nächste Kampf. Aber da kann auch so viel geiler Scheiß passieren, weil sich hier diese Welt lebendig anfühlt. Sie fühlt sich lebendig an, sie fühlt sich interaktiv an. Viel mehr als so, so viele andere Spiele im Open-World-Bereich. Und das muss aus meiner Sicht langsam mal mehr und mehr Standard werden im Open-World. Weil diese ganzen Open-Worlds, die immer wieder rauskommen, die schön aussehen, ja, aber die kaum lebendig sind, die kaum interaktiv sind. Es reicht, das haben wir seit über 20, 30 Jahren. Das kickt einen nicht mehr, ja. Aktuelles Beispiel zum Beispiel Rise of the Ronin. Vom Design her teilweise nicht schlecht so. Grafik, wie gesagt, haben wir besprochen, sieht PS3-Grafik-Style aus. Aber es ist eine absolute 0815 Open World. Sie kann zwar schön aussehen, ja, aber sie ist null interaktiv, sie ist null lebendig im Vergleich zum Beispiel zu Dragon's Dogma oder zu... Ja, auch Zelda oder natürlich die absoluten Kings in dem Bereich sind halt Rockstar. Und langsam muss das neue Ding sein aus meiner Sicht für die Open-World-Games, weil diese ganzen statischen, schönen Schauplätze, die haben wir jetzt durchgespielt. Auch Ubisoft. Gerade an Ubisoft geht es auch. Die haben immer richtig schöne, gestaltete Welten, aber interaktiv, lebendig. Pff, also da ist Nachholbedarf. Und das ist aus meiner Sicht gegeben bei Dragon's Dogma, was ein großer Pluspunkt ist, was natürlich auch dann dementsprechend mehr Rechenleistung kostet, mehr Beachtung geschenkt werden muss, was man da halt bedenken muss als Entwickler, wo könnte was passieren, dass du auf Monster triffst, dass die runterfallen, dass du Steine werfen kannst, dass du Leute wegsprengen kannst, dass du sehr viel Quatsch einfach machen kannst. Da musst du natürlich mehr bedenken als eine ganz normale Open World, wo einfach nur ein Schauplatz ist. Die Grafik an sich könnte natürlich trotzdem besser sein aus meiner Sicht. Ja, die sieht jetzt nicht schlecht aus, in einigen Momenten sieht die richtig schön aus, in anderen bisschen verwaschen, gerade auch auf den Konsolen. Ja, die Auflösung ist jetzt nicht die allergrößte. Sie haben ja zwar jetzt nachgeholfen mit dem Patch aus meiner Sicht, wo sie alleine schon die Bewegungsunschärfe rausgemacht haben. Oder man kann es rausstellen, oder ausstellen besser gesagt, sorry. Und das habe ich direkt gemacht und ich hatte direkt den Eindruck, dass es auf jeden Fall knackig aussieht, das Bild. Die Frames natürlich, die schwanken immer noch so. Ja. Viel mehr über 30 geht es nicht, teilweise aber auch unter 30. Das ist natürlich jetzt nicht ideal, aber wie man das so auf dem PC mitbekommt, hat man ja da teilweise auch Probleme mit einem absoluten Super-PC. Also das ist so eine Sache, die kann man und sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall kritisieren, weil man da wieder merkt, es war nicht 100% ready, das Game. Es wurde aber schön auf den Markt geschmissen
ja, auch die Frage, warum das alles jetzt so kurz Ende März alles rausgehauen wird an den Games, auch Rise of the Ronin gleicher Tag, genauso wie das Peach Game, Princess Peach Game von Nintendo, ja, weil da das Geschäftsjahr endet, ja, deswegen wurden die Spiele jetzt nochmal rausgehauen, damit die Zahlen geschönigt werden. Natürlich hätte man das auch nochmal einen Monat verschieben können und da ein bisschen erstmal dran basteln können, weil der Patch kam ja relativ schnell jetzt, ja, nachdem der Aufschrei auch groß war, zu Recht, ja, dazu kommen wir dann gleich. Warum dann nicht eine, zwei Wochen verschieben? Genau deswegen halt, wegen dem verdammten hier Geschäftsjahr, ja. Das kann man auf jeden Fall ansprechen und ja, Abstürze zum Beispiel hatte ich noch gar keine. Ich weiß nicht, ob es da Probleme gibt bei anderen auf der Konsole, keine Ahnung. Was cool ist, ist das Gameplay, ja, du hast verschiedene Klassen, die du holen kannst, verschiedene Klassen, die du verdienen kannst, verschiedene Klassen, die du dann auch hochspielen kannst, wo du dann verschiedene Fähigkeiten bekommst, auch einige Fähigkeiten, passive Fähigkeiten, die du bei der einen Klasse rübernehmen kannst in die andere, was wiederum einen gewissen Reiz gibt, verschiedene Klassen auszuprobieren, hochzuleveln. Genau das gleiche kannst du auch mit deinem Vasallen machen. Ja? Also den kannst du auch genauso trainieren, wie du Bock hast, dass er der absolute Tank wird oder der absolute Healer und so weiter und so fort. Das gibt schon einige Möglichkeiten. Es sind sehr viele verschiedene Gegnertypen am Start, aus meiner Sicht bisher. Fette Fights, die da entstehen können, wenn du dann plötzlich aus dem Nichts heraus angegriffen wirst von so einem Hippogreif. Und der dich dann einfach packt und mitschleppt oder sowas. Oder deine Verbündeten mitschleppt und einfach abhaut. Das kann alles passieren. Das finde ich halt schon, das finde ich halt geil. Das sind so die Momente, wo du denkst, was geht denn jetzt hier ab, ey? Wie geil ist das denn, ja? Und das macht schon richtig, richtig Laune. Ansonsten, Story, muss ich sagen, kickt mich jetzt bisher nicht. Also ich spiele dieses Spiel absolut nicht wegen der Story. Klar, bei jeder Story, egal welche das ist, kommt immer jemand und sagt, ja, das wird aber voll krass oder das ist voll krass. Ja, gut, okay. Bisher ist es halt die... diese typische, wir sind der Auserwählte, wir sind aber die letzte Hoffnung für die Welt, müssen aber trotzdem die gefährlichsten Jobs in der Welt auch übernehmen und riskieren ständig unser Leben, obwohl wir ja eigentlich aber auch der Auserwählte sind, der geschützt werden müsste. Diese typische Story bisher kann natürlich noch ein bisschen besser werden, aber das ist jetzt nicht unbedingt für mich persönlich der Reiz, warum ich Dragon's Dogma 2 spiele, absolut nicht. Das ist das Gameplay, das ist die Welt, die einfach zum Erkunden einlädt und ich feiere das, ja, ich feiere das, es macht einfach Spaß, einfach loszuziehen und zu schauen, wie lange überlebst du, wie lange schaffst du es zu überleben, was findest du alles auf dem Weg, weil gefühlt, wie gesagt, an jeder Ecke gibt es was zu entdecken, gibt es was kaputt zu schlagen. Und das ist natürlich immer geil, ja, Leute kaputt zu schlagen, das macht immer Spaß. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich, wie gesagt, schon meine Anfangsschwierigkeiten, ja, alleine nur, wie gesagt, dieser Aspekt, dass du die Gegner nicht anvisieren kannst, das fehlte am Anfang. Du kannst dich darauf einstellen, du wirst auf jeden Fall besser und lernst dann mehr, dich zu positionieren oder auszuweichen oder auch mal wegzulaufen und nicht so gierig draufzuschlagen, ja, das musst du auf jeden Fall, oder kannst du, solltest du auf jeden Fall hier und da mal drauf achten, gerade bei den größeren Gegnern, die dich dann einfach wegkloppen oder greifen, mitschleifen, wegschmeißen und hast dich gesehen, das kann alles passieren, auch ein Wolf kann einfach plötzlich um die Ecke kommen, ne? Und beißt dich einfach und beißt dich auch bei dir fest und schleift dich einfach durch die Gegend, ja? Und wenn dir da keiner hilft oder du irgendwie da loskommst, dann kann es auch mal passieren, dass er dich auch einfach mit in den Abgrund reißt oder so. Also es kann alles passieren und das fühlt sich so geil an, so lebendig an. Und wie gesagt, aus meiner Sicht müsste das langsam der Standard werden für die ganzen Open Worlds, ja. Weil diese ganzen Schauplätze, ja, schön und gut, aber das ist, wie gesagt, das haben wir seit 30 Jahren. Wir haben seit 30 Jahren schöne Schauplätze in Open Worlds. Es muss langsam, aus meiner Sicht, langsam interaktiver werden. Nutzt mal langsam die neue Power, ja, ja, und macht mal ein bisschen was daraus. Da kann von mir aus auch mal ein bisschen Grafik nicht so krass sein wie, keine Ahnung, bei einem Horizon Forbidden West oder so. Dann kann die ein bisschen weniger krass sein, aus meiner Sicht so, die eigentliche Grafik, wenn sie dafür interaktiver ist, wenn es ein bisschen frischen Wind reinbringt in das Genre, weil dieses Open-World-Genre ist durchgelutscht bis zum geht nicht mehr. Es macht natürlich immer noch Spaß, ist klar, aber da geht mehr, ja, das ist, aus meiner Sicht ist das Open-World-Genre noch nicht am Ende angekommen, da geht auf jeden Fall mehr. Natürlich muss man vielleicht auch nicht so übertreiben wie Rockstar bei Red Dead 2, wo es dann, keine Ahnung, die Eier von dem Pferd schrumpfen und so. Das muss man vielleicht auch nicht unbedingt übertreiben. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber da geht schon mehr und das macht hier Spaß. Alleine, wie gesagt, das Vasallensystem ist schon eine coole Sache. Ich liebe solche Community-Features. Fand das natürlich geil bei Death Stranding, ja, mit diesen Brücken in der Community bauen oder Leitern hinstellen und so weiter, die du dann bewerten konntest und so. Keine direkte Interaktion, aber so eine indirekte fand ich richtig geil. Mit das größte Beispiel der Community-Interaktionen, wo man nicht unbedingt auf Leute trifft, ist natürlich auch alleine die Nachrichten in Dark Souls. Ich habe das geliebt, ich finde das geil, natürlich kannst du auch da getrollt werden, aber das hat auch so einen gewissen Charme, gewissen Community-Charme und so weiter und so fort. Und hier auch mit den Vasallen, ja, die du, wie gesagt, anheuern kannst, andere Leute holen deinen Vasallen
Und wie gesagt, wenn der eine Mission hat, schon, also gemacht hat, wo du gerade am Start bist, dass er dir Informationen geben kann und ein bisschen erzählt, ja, das habe ich aber mit meinem Meister so und so schon gemacht und so. Das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Und wie gesagt, du hast hier halt ein geiles Setting, du hast hier fette Fights, die du machen kannst. Und vor allem sehr viel Umfang. So, Freunde, kommen wir dann nochmal ganz kurz zu den Shitstorms, die entstanden sind. Zum einen ein Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen will, wo es auch keine zwei Meinungen geben sollte, was komplett dämlich ist, dass du kein neues Spiel beginnen kannst bei dem Game. Du kannst einfach kein neues Spiel beginnen, es sei denn, du löscht deinen Spielstand aus dem Speicher heraus, deaktivierst du noch Cloud Save und dann kannst du einen neuen Charakter anfangen. Vorher geht das nicht, du kannst einfach keinen neuen Charakter bauen. Ja, es gibt nur die Möglichkeit für diesen einen Charakter und dann wird automatisch gespeichert und dann kannst du gar nichts machen, ja. Und das ist ein Punkt, der ist so bescheuert, ja. Das wollte ich trotzdem noch kurz ansprechen, das ist kompletter Bullshit, warum macht man das? Ja, kann ja sein, dass du dich am Anfang für einen Charakter entscheidest, den zusammenbaust und so, nicht zufrieden bist, relativ schnell und gerne nochmal neu anfangen willst, dann musst du in Speicher das erstmal löschen, Cloud Save ausmachen und dann musst du es nochmal neu starten. Du kannst dich einfach im Menü sagen, ey, ich lösche diesen Charakter, starte einen neuen, das geht einfach alles nicht. Also, das ist kompletter Blödsinn. Was natürlich auch Blödsinn ist, diese Gierigkeit mit den Microtransactions und so weiter und so fort. Ja, dass allgemein von Capcom sehr viele Microtransactions kommen werden und DLCs und so, das sollte, glaube ich, die wenigsten überraschen, weil das einfach bei jedem ihrer Spiele ist. Auch hier, natürlich kannst du die meisten Sachen, die du da kaufen kannst, kannst du in-game freischalten. Und auch relativ schnell, die meisten. Es gibt aber zum Beispiel einen Schnellreisekristall, den du zusätzlich kaufen kannst. Und das sind so Sachen, ich frage mich erstmal, was hat diese ganze Scheiße überhaupt allgemein in einem Singleplayer-Vollpreisspiel zu suchen? Ne? Was soll diese ganze Scheiße eigentlich? Denn meine Traumvorstellung wäre natürlich, ein Entwickler oder ein Entwicklerteam hat eine gewisse Vision, eine gewisse Vorstellung für ihr Spiel und es sollte dann für jeden spielbar sein. Keine dreckigen Vorbesteller-Boni, keine extra DLCs, keine hast du nicht gesehen, Sachen in Game Shop und so weiter, sondern eine Vision und die soll jeder Spieler haben. Das wäre die Traumvorstellung natürlich. Dann hast du Vorbesteller-Boni, dann hast du diese Scheiße, dann hast du hier Microtransaction, wo du dir das Spiel am Anfang erleichtern kannst. Und natürlich hat man dann die Einstellung, ich auch und viele, denke ich, von euch auch, die sagen, ich habe Bock auf das Spiel, ich möchte es spielen, aber diese ganzen Microtransaction-DLCs, die kaufe ich mir nicht. Ich finde das dämlich, ich finde das scheiße, ich werde keine extra Kohle für ausgeben. Trotzdem, wer sagt denn, dass wir nicht trotzdem betroffen sind? Wer sagt denn das? Weil diese ganzen Methoden mit, man versucht die Spieler in eine gewisse Richtung zu drängen, DLCs zu kaufen, Ingame-Währungen zu kaufen, die kennt man zuhauf aus kostenlosen Free-to-Play-Games. Wer sagt es, dass es nicht auch bei solchen Spielen gemacht wird? Wer sagt denn das? Wer gibt uns die Garantie, dass es nicht extra rausgenommen wurde? Dass die Währungen, das Gold oder was weiß ich, Ingame-Währungen runtergeschraubt wurden am Anfang, damit man vielleicht doch gedrängt wird, ah scheiße, irgendwie sieht es jetzt gerade knapp aus mit den Ressourcen. Aber wenn ich jetzt hier 2 Euro ausgebe im Ingame-Shop, dann hätte ich schon einen geilen Bonus, dann könnte ich mir eine geile Rüstung kaufen, dann hätte ich es ein bisschen leichter. Wer sagt, dass es nicht indirekt gemacht wurde? Und dass da denn Leute aufschreien und sagen, ey, so, was soll diese Scheiße? Lasst es endlich sein, übertreibt es nicht, seid nicht so gierig. Du siehst doch trotzdem, und das ist auch irgendwie so paradox, auf der einen Seite kriegt das Spiel übelst einen Shitstorm, auf der anderen Seite verkauft es sich extremst gut, hat richtig krasse Spielerzahlen auf Steam und so weiter und so fort, während es aber da übertrieben abgestraft wird. Und das ist halt so der Punkt, das ist das Paradoxe. Auf der einen Seite, wie gesagt, kriegst du Shitstorm, auf der anderen Seite stellst du Rekorde auf für dein Spiel oder mit deinem Spiel, es verkauft sich extremst gut. Dann ruderst du aber wieder von der Publisher-Seite zurück und lockerst die ganze Sache, weißt du? Da blickt man selber gar nicht mehr durch. Wie kann ich jetzt das beste Zeichen dem Entwickler schicken, dass er merkt, ey, mir geht es auf den Sack, aber ich würde gerne trotzdem deine Spiele spielen. Es ist schwierig aus meiner Sicht. Deswegen, es ist eine schwierige Situation, es ist eine Scheiße mit diesen ganzen Vorbesteller-Boni, Ingame-Währung, diese Sachen werden wir nicht mehr los. Das wird nicht mehr weggehen aus der Branche, leider. Das ist dieser Spagat, ja. Ich denke mal, die wenigsten sagen, ach, ihr habt Microtransaction, ich werde euer Spiel niemals spielen. Das werden ja die wenigsten machen wahrscheinlich. Wenn du Bock hast auf das Spiel und das ist so dieses Übel, was du in Kauf nimmst. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal, die meisten von euch haben wahrscheinlich die gleiche Einstellung. Aber trotzdem, wie gesagt, indirekt kann es ja so ankommen bei den Entwicklern. Ah, es interessiert dich gar nicht. Wir machen es beim nächsten Mal genauso weiter. Wie gesagt, ich finde es auch immer ein bisschen schade, dass dann viele Entwickler das abbekommen. Ich denke nicht, dass es von diesen Entwicklern ausgeht, sondern eher von den ganzen Publishern, die einfach diesen Scheiß Hals nicht voll bekommen. Aber gut, auch das ist eine
ein anderes Thema, wo ich mich immer frage, Alter, ihr schreibt doch schon schwarze Zahlen, ihr habt doch richtig geilen Umsatz gemacht, ihr habt richtig geilen Gewinn gemacht, warum immer dieses Gierige, wir müssen jetzt über die Leichen gehen, wir müssen jetzt jeden Tropfen rausdrücken aus den Spielern und so weiter, was soll diese Scheiße, seid doch mal zufrieden mit dem, was ihr habt, klar versucht man immer größer zu werden, immer stärker zu werden und so weiter, klar, ist klar, aber man muss es ja nicht immer übertreiben, weißt du? So, grundsätzlich ist das Spiel richtig geil. Es hat seine Macken, es hat seine Probleme, auch technisch gesehen. Wie gesagt, hätte man das bestimmt nochmal ein, zwei Monate vielleicht verschieben können und es nochmal komplett geil machen können noch so. Aber trotzdem, es macht übelst Bock für mich persönlich. Es lädt einfach zum Erkunden ein, zum geilen Spielen ein. Es ist einfach schon sehr spaßig, aber wie gesagt, es hat auf jeden Fall seine Probleme. So, okay, Freunde, das war's jetzt. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare und haut rein.